erwartet eine Challenge mit Torten. Cool, lass mich anfangen. Gerne. Mal sehen, mit welcher Zutat ich meine Torte dekorieren kann. Wie lange will dieses Rad sich eigentlich noch drehen? Bingo. Ich mach die Augen zu und stoppe es. Hey, what's the matter with you? What? Was, Wasabi? Ich hab von was Besserem geträumt. Come on! Hey, jetzt bist du dran, das Rad zu drehen. Ich hoffe, wenigstens hab ich Glück. Wow! Der Pfeil ist direkt in der Mitte. Das heißt, dass ich beides bekomme. Das sind Kinder Bueno und Nutella. Come on! Und das Beste daran ist, dass ich beides auf meine leckere Torte packen kann. Ich liebe Nutella. Aber wie lässt sich die Creme gleichmäßig über den Kuchen verteilen? Genau. Hey. Oh. Was hat sie vor? All right. Ich brauche ein paar Werkzeuge. Ein Spatel sollte mir helfen. Das sieht so köstlich aus. Diesen Kuchen würde ich auch gerne probieren. Awesome. Das ist noch nicht alles. Jetzt kann ich die Schokolade noch mit dem Roller gut verteilen. Pass mal auf. Und jetzt kommen noch die Schokoriegel dazu. Erstmal die Verpackung loswerden. Und dann kann ich mich an die Arbeit machen. Wow! Es ist sehr wichtig, die Maße nicht zu verwechseln. Okay. Deshalb benutze ich ein Maßband. Alles hat die perfekte Größe. Jetzt kann ich die Torte mit den Schokoriegeln umranden. Hey, worauf wartest du noch? Okay. Du hast noch 2 Tuben Wasabi. Die riechen sogar scharf. Aber ich werde beweisen, wie mutig ich bin. Wasabi kann mir doch keine Angst machen. Jetzt muss ich den Wasabi über den Kuchen verteilen. Kann ich deinen Spatel verwenden? Ich glaube, mir wird das nicht stören. Oh, da ist sogar noch etwas Nutella übrig. Erledigt. What? Natürlich werde ich den Spatel nicht waschen. Mia kriegt etwas Wasabi hinzu. Seltsam, wieso ist die Schokolade grün? Ist das Wasabi? Kate, du solltest dich schämen. Wie konntest du das wagen? Du hättest mir fast ins Auge getroffen. Come on! Das war's. Genug geredet. Zeit, das Ding zu probieren. Ich glaube, Kate hat den Verstand verloren. Wünscht mir Glück. Ew, gross. Na, wie ist es? Jetzt will ich auch was von der Torte probieren. Ich bin mir sicher, das wird einfach magisch gut. Ich hatte recht. Das ist der beste Kuchen, den ich je probiert habe. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ist eine echte Schokoladenbombe. Schokoladenbombe. Ich hingegen kann meinen Kuchen nicht wirklich essen. Das brennt ja richtig. Oh nein, mein Mund verbrennt gerade. Ich brauche dringend was anderes. Ich brauche noch mehr. Ach, dass du wegkommst. Als Strafe kriegst du noch dieses kleine Rad hier. Okay, schlimmer kann es eh nicht werden. Oh nein. Bloß keine Eier. Ich hasse Eier. Das geschieht dir zu Recht. Ich glaube, du musst die Eier nicht unbedingt auf den Kuchen geben. Wie wär's mit einer Eierdusche? Das ist furchtbar. Ich bin völlig nass. Das wird köstlich. Mia, warum schläfst du? Ah ja, genau. Oh ja, ich krieg Bonbons. Und was bekomme ich? Futter? Aber ich bin doch kein Hund. Du musst das Futter aber essen. Und auf mich wartet ein ganzes Fass voller Leckereien. Hey! What? Awesome!
Ich habe noch niemals bevor Hundefutter probiert. Aber vielleicht schmeckt es ja. Noch nicht einmal die Packung auf. Ach so, das ging so. Oh no! Ja, das stinkt ja richtig. Meine Bonbons gefallen mir richtig gut. Die sind so schön sauer und lecker. Die gehören auf meine süße Torte. Die werden den Geschmack super ergänzen. Erstaunlich, das sieht klasse aus. Awesome. Jetzt will ich aber was probieren. Oh, das sieht ja schön aus. Die Säure kann ich spüren. Das gefällt mir. Kate, hör auf, mich anzustarren. Iss deinen Kuchen. Na, ich will die Packung nicht einfach umkippen. Das wird zu viel sein. Eine Handvoll wird reichen. Das ist gut. Oh nein, du musst alles damit bestreuen. Okay. Ja, wieso bist du so gemein? Oh no! Na, bist du glücklich damit? Jetzt esse ich diesen Kuchen mit Hundefutter. Ich hoffe, ich muss von der Torte nicht kotzen. Oh. Hey, you. Oh, das ist ja mega eklig. Oh, hallo, wer bist du denn? Du kommst gerade rechtzeitig. Schau, wie viel Butter ich habe. Was ist hier los? Wo kommt der Hund her? Ich bin allergisch gegen Hunde. Mach, dass du wegkommst. Oh, die ist ganz schön gemein. Na gut, wenn Hunde das essen können, kann ich das auch essen. Nein, ich kann nicht. Was jammerst du? Oh, meine Süßigkeiten sind auch mega sauer. Sogar viel zu sauer. Zu schade, dass ich kein Handy hier habe. Ich würde ein Foto von dir machen. Nun, wenn du dich jetzt eh nicht bewegen kannst, dann kann mein Hund natürlich die Torte probieren. Schon wieder dieser Hund. Du hast schon wieder gegen die Regeln verstoßen und nicht das gegessen, was du bekommen hast. Du bekommst ein Bestrafungsrad. Oh no! Nein, bitte nicht. Okay, ich muss es eh tun. Oh nein, das wird mein Make-up ruinieren. Das wird sicher lustig. Oh, jetzt muss ich mir mein Gesicht waschen. Ich finde, das steht dir. Wie eklig. Zu füttern. Was will sie denn? Aha, sie möchte Pommes. Das ist ganz einfach. Machen wir gleich. Ah, ich kenne da schon ein Rezept. Zuerst muss ich das Öl hineinschütten. Je fettiger, desto besser schmeckt es auch. So werden wir alles schön durchbraten. Und das sind meine Pommes. Die kommen direkt in die Bratpfanne. Oh nein, Enkelin, tu das nicht. Aha, das spritzt ja total. Wir müssen sofort dieses Feuer löschen. Oh mein Gott. Okay, in den Rezepten auf YouTube war das nicht so schwer. Du hättest fast die Küche in Brand gesetzt. Lern was von der Oma. Wir nehmen nur ein klitzekleines bisschen an Öl, stellen den Herd an und da kommen jetzt unsere Pommes rein. Na also, das sind die perfekten Pommes. Jetzt können wir sie auf den Teller geben. Oh, das sieht ja schön aus. Alles nur für meine Enkelin. Und hier kommt natürlich etwas Ketchup hinein. Pommes mit Ketchup, was könnte besser sein? Ach, jetzt passt mal auf, ich zeige euch, wie man gute Pommes macht. Erstmal die Pommes aus der Bratpfanne holen und das überschüssige Öl abfangen. Ach, jetzt werde ich noch diesen Speck hier braten und die Pommes einfach einrollen. Und darüber geben wir noch einen Schuss glutenfreie Preiselbeermarmelade. Und dann mit einem Zweig Rosmarin garnieren. Ein echtes kulinarisches Meisterwerk. Mir ist was Besseres eingefallen. Ich benutze einfach diese Bananenbonbons. Die sehen genauso aus wie Pommes. Und statt dem Ketchup
benutze ich einfach Erdbeersirup. Ich bin mir sicher, das wird meiner Schwester gefallen. Oh. Wir sind soweit. Jetzt wird die Kleine alles probieren. Das Gericht der Oma probiert sie zuerst. Das sind die klassischen Pommes mit Ketchup. Das scheint ihr gefallen zu haben. Ich bin gespannt, ob ihr auch dieses Feinschmeckergericht gefallen wird. Was für ein ungewöhnliches Rezept. Aber es wurde nicht besonders gewürdigt. Und jetzt bleibt nur noch das originelle Rezept von der Schwester. Die Pommes kommen in den Ketchup. Oder um genauer zu sein, die Bonbons kommen in den Erdbeersirup. Und jetzt suchen wir den Gewinner aus. Und diesmal ist es die Oma. Ja, ich hab's geschafft. Aua, das hat weh getan. Na, was möchte die Kleine denn diesmal essen? Aha, die hat Lust auf Sushi. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie man das zubereitet. Mal sehen, was die Köchin macht. Zuerst muss man einen besonderen Reis auf eine besondere Weise kochen. Oh, das kann ich schaffen. Schließlich weiß ich, wie man Reis kocht. Wie geht's? Sushi mit ekligem Seetang. Nein, ich mache lieber was Süßes. Was Süß-Saueres. Dafür benutze ich einfach diese süß-sauren Streifen und etwas Schlagsahne, wo ich dann die Bonbons reintunke. Super, habt ihr jemals so tolle Sushis probiert? Na, wie auch immer. Jetzt nehmen wir uns ein Nori-Blatt und schneiden es in zwei Hälften. Aber dieses Blatt ist doch total trocken. Das geht kaputt. Tja, sowas muss eben gekonnt werden. Jetzt schneide ich den Fisch und lege alles auf eine Matte aus. Jetzt drehen wir die Matte ein und schneiden die Rolle in Stücke. Das war's auch schon. Meine klassischen Philadelphia-Sushis sind fertig. Und wieso schaffe ich das nicht? Diese Sushis möchten einfach ihre Form nicht halten. Bingo! Ah, ich habe eine Idee. Ich muss einfach eine Gurke benutzen. Die Mitte hole ich raus. Da kommt jetzt Reis rein. Ach, gut, dass ich mir das noch habe einfallen lassen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Fangen wir mit diesen Sushis hier an. Die sehen perfekt aus. Und die schmecken auch noch perfekt. Und jetzt nehme ich mir diese leckeren Bonbon-Sushi. Die sind unglaublich gut. Und wer wird wohl der Gewinner sein? Es sind die süßen Sushis. Die hat meine noch nicht einmal probiert. Hey Oma, wach auf. Die Enkelin will wieder was Leckeres. Diesmal diesen Schokoshake hier zum Nachtisch. Oh, das ist mein Lieblingsrezept. Ich werde Eiswürfel gebrauchen. Und ganz viel Schokosoße. Da kommt jetzt noch ein Starbucks-Kaffee mit rein. Und jetzt geht's an den Milchschaum. Was ist denn hier los? Du machst mich dreckig. Was hat denn die Oma da in der Hand? Ist das etwa ein Pulverkaffee? Und das möchte sie ihrer Enkelin einschenken? Tja, Oma, von dir habe ich was Besseres erwartet. Und ich mache weiter. Hier kommt noch etwas Schlagsahne mit hinzu. Genau so ein Rezept benutze ich nämlich auch für mich selber. Hier streue ich noch ein paar Oreo-Kekskrümel drüber und den Keks drauflegen. Noch Strohhalm reinstecken und fertig ist der perfekte Schokoladenmilkshake. Ich bitte euch, es geht doch hier um den Kaffee. Ist ja furchtbar. Ich brauche erstmal frische Kaffeebohnen. Jetzt mahle ich die Bohnen zu feinem Pulver. Und dann brühe ich den Kaffee in einer französischen Presse. Ihr könnt mir glauben, dieser Kaffee wird perfekt sein. Und jetzt muss er nur noch mit Milchschaum verziert werden. Ich werde sicher niemanden bespritzen. Und fertig ist die Schneeflockendekoration. Perfekt. Ja, letztes Mal gefiel ihr deine Dekoration aber nicht. Oh mein. Probieren wir mal die Getränke. Natürlich ergreift die Kleine zuerst den Kaffee-Milkshake. Vor allem die Kekse scheinen ihr zu gefallen. Köstlich.
Oh nein, dieser Pulverkaffee scheint ihr überhaupt nicht gefallen zu haben. Der Kaffee der Chefköchin riecht wunderbar. Aber schmecken tut er nicht besonders. Deshalb sucht sich die Kleine das Getränk ihrer Schwester aus. Yeah, ich habe schon wieder gewonnen. Und dieses Mal wünscht sich die Kleine ein paar Waffeln. Was ist das denn? Dieses Rezept kenne ich. Erstmal müssen wir die Eier aufschlagen. Jetzt Zucker hinzufügen. Je mehr Zucker, desto besser. Und jetzt heißt es umrühren, 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 umrühren. Oh, irgendwie werde ich langsam müde. Ich glaube, das reicht. Jetzt geben wir noch etwas Mehl hinzu. Ups. Oma, tut mir leid, das wollte ich nicht. Je mehr Mehl, desto besser wird der Teig. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ja, wie auch immer, den Rest können wir noch rausholen. Ich bin mir sicher, so wird das niemals klappen. Ich mache meine Waffeln nach einem altbewährten Familienrezept. Dieser Teig kommt jetzt auf das Waffeleisen. Wir sind fast fertig. Das werden die perfekten Waffeln. Ein Kind sollte man gesund füttern. Den Zucker werden wir nicht gebrauchen. Wir nehmen besser eine Zucchini. Die reiben wir klein. Da geben wir jetzt Eier hinzu und etwas Mehl. Und schön durchmixen. Das sieht ja gar nicht appetitlich aus. Und unser Teig kommt jetzt ins Waffeleisen. Eins können wir sicher sagen, diese Waffeln werden alle sehr verschieden sein. Wunderschön, diese Waffeln hätte ich gerne selber aufgegessen. Da kommt noch etwas Schlagsahne drüber und ein paar Beeren. Sieht wunderschön aus. Was ist das? Ahornsirup, genau das, was ich brauche. Und natürlich ein Stückchen Butter. Oh mein. Es wird Zeit, dass ich meine gesunden Waffeln raushole. Hier fehlt nur noch ein bisschen Dekoration. Wie wäre es denn mit etwas Petersilie? Bellissimo. Also das gefällt mir ja gar nicht. Bitte sehr, meine Kleine. Diese Waffeln sehen genauso aus, wie ich sie auch wollte. Hä, was ist das denn für eine komische Füllung? Das sind Eierschalen. Man muss doch vorsichtiger sein. Was ist das denn für ein grünes Zeug? Wieso kommt da Gras denn auf meine Waffel? Aber ein Stückchen werde ich trotzdem probieren. Riecht gut. Schmeckt aber ganz schön mies. Was soll ich denn von dieser Waffel hier erwarten? Oh, diese Waffel scheint ihr gefallen zu haben. Und die Gewinnerin ist die Oma. Ja, ich habe gewonnen. Ihr Ticket? Ja, wunderbar. Was ist das denn? Mit Tieren ist der Flug untersagt. Oh nein, mein süßes Kaninchen kann ich doch nicht hier lassen. Ich habe eine Idee. Ich werde es einfach unter meinem Hut verstecken. Das wird niemand bemerken. Geben Sie mal Ihren Hund her. Jetzt können Sie rein. Nächste bitte. Hier ist mein Ticket und mein Pass. Oh, alles klar, Sie können rein. Aber ich muss sie mal kurz durchscannen. Seltsam. Wir haben hier ein Kaninchen. Haben Sie etwa dieses Schild nicht gesehen? Nein, bitte, bitte, nehmen Sie mir mein Kaninchen nicht weg. Mit ihm wird alles in Ordnung sein. Jetzt können Sie reinkommen. Oh, wie erbärmlich. Ich fange gleich an zu weinen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hallöchen. Guten Tag. Was haben Sie unterm Hut? Gar nichts. Aber wenn wir ein bisschen zaubern, erscheinen mein Pass und mein Ticket. Oh wow, wie haben Sie das denn gemacht? Ist hier sonst nichts mehr versteckt? Sieht leer aus. In Ordnung, kommen Sie rein. Dankeschön. Was für ein Zaubertrick. Bitte begeben Sie sich zum Flugzeug. Ist hier interessant. Hey, du, ich habe eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Ich glaube, du wolltest dein Kaninchen mitnehmen, oder? Einen Moment. Da ist es. Oh, wie cool. Aber wie ist das denn möglich? Wie auch immer, vielen Dank.
Okay. Gern geschehen. Ihr Ticket? Jetzt können Sie ins Flugzeug. Dankeschön. Moment mal. Schönen guten Tag. Bingo! Ich hab hier was für Ihr kleines Baby. Was? Das ist ja gar kein Baby. Ups. Wie konnte das denn passieren? Ups, mir leid. Sie werden sicher nicht fliegen. Was die sich nicht alles einfallen lassen. Ja, was für eine coole Rassel. Hier ist mein Ticket. Okay, super. Eine Minute. Aha, Sie haben keine Tiere, Sie können durch. Dankeschön. Moment mal. Ich habe das Meerschweinchen nicht gesehen. Im Rucksack. Ich habe doch gesagt, keine Haustiere im Flugzeug. Haben Sie mich nicht verstanden? Raus hier. Moment. Man darf keine Tiere mitnehmen? Aber ich habe doch einen Frosch. Ich könnte ihn doch in ein Buch verstecken. Das ist eine gute Idee. Gut, dass ich auch ein Messer mit habe. Ich schneide einfach genug Platz für meinen kleinen Kumpel aus. Na also. Hey, sei doch vorsichtig. Tut mir leid, das war nicht geplant. Hallo, mein kleiner Frosch. Na, gefällt dir meine Idee? Bleib ruhig hier drin sitzen. Ich soll schließlich niemand entdecken. Ja, guten Tag. Darf ich rein? Okay. Schönen Flug dann noch. Aber Moment. Ich muss mal kurz durchscannen. Ja, natürlich. Sie scheinen keine Tiere mitzuhaben. Also können Sie rein ins Flugzeug. Oh, Moment. Das wollte ich nicht. Herzlich willkommen. War mein Vorhaben, war ein Erfolg. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Awesome. Und meinem Frosch geht's auch gut. Du kannst jetzt rauskommen, Kumpel. Gut gemacht. Wir haben einen Frosch im Flugzeug. Hol ihn sofort runter. Hier haben Sie mein Ticket. Na, wie geht's dir, mein Kleiner? Bitte sehr. Okay. Aber mit dem Papagei dürfen Sie doch nicht ins Flugzeug. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Den können Sie abholen, wenn Sie zurückkommen. Mann, wieso das denn? Hast du das gehört? Wir dürfen mit unseren Tieren nicht rein. Was machen wir mit dem Chamäleon? Wir müssen uns was überlegen. Ich habe eine Idee. Hä? Okay. Bitte sehr, Sie können rein. Darf ich? Ach ja, natürlich doch. Schönen guten Tag. Wir müssen das Chamäleon unter der Decke verstecken. So ist gut. Schönen guten Tag. Mein Freund hat sich das Bein gebrochen, deshalb sitzt er in einem Rollstuhl. Ach, das tut mir wirklich leid. Ihre Tickets bitte. Ach ja, natürlich, die hätte ich fast vergessen. Hier, bitte sehr. Das kitzelt ja. Wieso kannst du nicht ruhig sitzen? Ich kann das nicht ertragen. Voll kitzlig. Hey, beruhig dich bitte. Er schaut doch zu. Was ist denn hier los? Haben Sie etwa ein Chamäleon unter der Decke? Ich habe doch gesagt, keine Haustiere. Ja, Entschuldigung. Er kann also laufen? Ciao. Das haben Sie sich nur eingebildet. Na wartet, ihr Betrüger. Moment mal, haben Sie diese Regeln nicht gesehen? Keine Tiere. Oh, Mino, muss ich jetzt mein Haustier abgeben? Ja, Sie können sie dann abholen, wenn Sie zurück sind. Ach, schon wieder ein Haustier. Jetzt können Sie reinkommen. Schönen Flug. Ich will aber nicht ohne meinen Hund fliegen. Ich habe eine Idee. Ich ziehe meine Angelweste aus und verbiege meinen Hut. Aus der Leine mache ich eine Angelrute. Mache aus der Sonnenbrille eine Blindenbrille. Fertig! Ich bin ein blindes Mädchen mit ihrem blinden Hund. Ich bin ein Meister der Verwandlung. Wo ist denn das Flugzeug? Warten Sie mal, Sie sind doch blind. Oh, du Arme. Kann ich das Ticket bitte sehen? Ja, natürlich. Bitte sehr. Ja, schauen wir mal. Ah ja, scheint zu passen.
Okay. Den Pass und das Ticket kriegen Sie wieder zurück. Sie können durch. Oh nein, wo willst du denn hin, Kleiner? Was war das denn gerade? Ist die etwa nicht blind? Jetzt bleib stehen! Du darfst doch nicht einfach wegrennen! Ja, ganz genau. Sie verlassen jetzt den Flughafen. Oh, Menno. Bitte sehr, unsere Pässe. Schauen wir mal. Oh, wow. Was für eine Schönheit. Das ist ja das Mädchen aus meinen Träumen. Wow. Ja, hallihallo. Hallöchen. Kann ich bitte rein? Ja, natürlich doch. Vielen Dank. Guten Flug dann noch. Na, endlich bin ich im Flugzeug. Oh, wow, was ist das denn? Was? Ja, wie auch immer, jetzt wo wir im Flugzeug sind, kann ich meine kleinen Haustiere rausholen. Wer ist das denn? Hamster? Minno. Ich hab doch gesagt, dass ich euch mit in den Urlaub nehmen werde. Guten Flug dann noch. Oh, bin ich noch nicht zu spät? Hier ist mein Ticket. Ja, Sie sind noch nicht zu spät. Okay. Aber ich fürchte, das Kätzchen können Sie nicht mitnehmen. Kennen Sie etwa die Regeln nicht? Keine Haustiere an Bord. Was für ein Pech. Moment, halten Sie mal den Kopf gerade, höher, tiefer. Was machst du denn da? Ich bin Fotografin und muss unbedingt ein Foto von Ihnen machen. Von mir? Ja, Moment mal. Eine Sekunde. Super. 3, 2, 1. Los geht's. Ah, der Blitz ging direkt ins Auge. Das ist meine Chance, das Kätzchen schnell in meine Kameratasche zu verstecken. Mach dir keine Sorgen. Wir werden gemeinsam fliegen. Awesome. Hey, I've got it. Super, er hat nichts bemerkt. Schönen Tag dann noch. Aber eilen Sie sich bitte. Wir müssen abheben. Oh, gerade noch so rechtzeitig. Mit meinem Kätzchen. Ist das nicht cool? Schau mal, sieht doch voll schön aus. Na, endlich kann ich wieder sehen. Was? Die Katze ist nicht in dem Korb? Wartet mal. Ah, wie auch immer. Wir bringen dir Souvenirs mit.